Willkommen, Freunde der Videospielunterhaltung, hier bei Nussknackers Welten, hier bei Earthbound. Wunderbar, dass ihr dieses Video gefunden habt. Wie immer werde ich die Let's Plays auf diesem Kanal aufteilen in eine fast ungeschnittene Version und in eine geschnittene Let's Play-Version. Ihr könnt euch aussuchen, was euch lieber ist. Guckt ihr lieber alles, was ich mache, guckt ihr euch alle Kämpfe an, seht euch jeden Weg an, jeden Lösungsweg, jedes Rätsel. Wollt ihr alles haben oder wollt ihr einfach nur euch berieseln lassen, wollt ihr nicht aufgehalten werden, euch immer dieselben Handlungen, dann seid ihr bei der geschnittenen Let's Play-Version richtig. Für alle anderen empfehle ich die Vollversion von Earthbound. Wie auch immer, genug gelabert, es geht los mit Earthbound. Auf geht's, viel Spaß. Earthbound, der Krieg gegen Geigers. Terror, Schrecken. Earthbound. Ja, Leute, willkommen bei Earthbound. Ich wollte dieses Spiel schon lange mal aufnehmen für mich, um es für die Geschichte zu sichern, für euch, um euch das anzusehen. Einfach nur, weil ich das Spiel klasse finde. Es ist abgedreht, es ist bekloppt, es ist uralt und fast unbekannt und sehr teuer zu kriegen. Auf dem SNES Mini kann man das jetzt spielen, aber nur auf Englisch. Ich habe mir gedacht, ich besorge mir für einen ROM und patch das mal auf Deutsch. Das hat leider lange gedauert, bis ich da mal was gefunden habe. Die Übersetzung ist von einem gewissen Scheit, den ich leider nicht kenne, aber ich bin sehr dankbar dafür und ich denke mal, nach dieser kleinen Vorschau legen wir auch gleich mal los. Hier kommt schon einen guten Vorgeschmack auf die Musik. Ist einfach gut. Tote Menschen. Oh, es wird so viele tote Menschen geben. Na gut. Earthbound! Yay! Auf geht das! Nein, wir machen ein neues Spiel. Ja. Ich habe gestern nochmal angetestet und gucken, wie es läuft. Wähle das Texttempo. Ich nehme mal normal, weil ich gemerkt habe, dass flott manchmal zu flott ist und ich nicht hinterher komme, Texte vorzulesen. Nochmal. Bitte Stereo. Welchen Geschmack soll dein Fenster haben? Geschmacklos. Mit Minze, Erdbeergeschmack, Banane oder Erdnuss. Oh. Knifflig. Kommt Leute, wir nehmen Bananenfenster. Gib ihm einen Namen. Ist mir Schnupsi. Ne, ist mir genau. Das ist der Name. Ihr auch bitte. Lalala, macht's. Ich übernehme einfach mal den Originalnamen. Paula! Okay, Ska. Er möchte auch einen. Ist mir egal. Okay, Jeff. Okay, auf geht's. Und dieser hier? Puh. Und jetzt dein Hund. Das ist mir auch vollkommen egal. King. Yeah. Was isst du am liebsten? Boah, ich esse alles. Was findest du am besten? Ich mag auch alles. Zock, genau. Das ist Paula, Jeff und Pooh. Und der Hund heißt King. Jawohl. Korrekt so? Jo. Perfekt, perfekt. Im Jahre 1900 irgendwas.
Wanted, eine Stadt in Eagleland. Ness Haus. Ach du heilige Makrele, was ist das denn? Egal, wir freuen uns drauf. Hm, doch nicht. Hier freut er sich? Doch nicht. Hm. Egal. Hier ist alles in Ordnung. Ja, es macht die Polizei auch, glaube ich. Cool. Erstmal Lichter machen. Wo ist das? Abstrakte Kunst? Ach, da ist alles in Ordnung. Hey, was geht hier? Hey, Bruder. Hat das Geräusch dich geweckt? Hast du dir die Hosen gemacht? Ich werde mir jetzt mal für die ganzen Charaktere und Geschlechter keine extra Stimmen zulegen, weil ich bin einfach nicht gut darin. So, da, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ness öffnet das Geschenk. Daran findest du rissiger Schläger. Ness nimmt das mit. Sehr wunderfein. Mhm. Hier war doch irgendwo, genau. Rüsten, Waffe, rissiger Schläger. Wir haben nun Angriffswerte, Leute. Status, Level 1. Hm. Ba, 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 ba. Drück den A-Knopf für Psi-Infos. Niemals. Wir gehen das wieder raus. Okay, wir gehen mal runter. Schauen, was es da so gibt. Hey, Moody. Scheiß glücklich, wie man sieht. Was war das für ein Geräusch? Ness, du scheinst keine Angst zu haben. Bist du verrückt? Und jetzt willst du auch noch nachsehen? Oh, okay. Du wolltest dich sowieso davon schleichen, auch wenn ich es verbiete. Sieh dir wenigstens etwas an, bevor du gehst. So, gesagt, tun, getan. Wir sind bright. Dip, 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 dip. So, Moody. Sei vorsichtig. Komm so schnell wie möglich wieder nach Hause. Ja. Na, King? Die Menschen schlafen nach Hunde nachts. Warum bist du wach? Hm. Okay, zurück. Spielende. Nein. Das Telefon. Tut. Kann ich irgendwo hinsetzen? Die haben nicht mal einen Fernseher hier, Leute. Einen großen Tisch. Also leben mindestens drei Personen, ne? Mutti und die beiden Kinder. Wir haben hier einen Stuhl, aber einen riesigen Tisch. Da ein Sofa, dass uns nichts guckt. Naja. Aber genau, genug Platz für Homes-Cinema-Sachen und VR-Brillen. Es ist verdammt düster. Hallo Mann. Ich will wieder nach Hause, aber die Straße ist zu. Die Leute nehmen diese ganze Meteoritensache zu ernst. Hallo Herr Polizeimann. Und Netzpolice ist berühmt dafür, wegen jeder Kleinigkeit die Straßen zu sperren. Wir streben nach dem Weltrekord. Keine Panik. Das war nur ein... Was? Meteorit, der... Wer? Eingeschlagen ist? Ich will einfach nur... Was? Nach Hause. Die besten Polizisten überhaupt. Südlich der Außenbezirke und Netz. Hm. Hallo, cooler Brillendude. Hast du diesen Knall gehört? Ich glaube, ein Meteorit ist eingeschlagen. Ich will der Erste sein, der ihn sieht, okay? Ich werde versuchen, das Erste dort zu sein. Du läufst auf der Stelle. Was gibt's hier? Hey, du mit dem Topfschnitt, wer bist du? Oh, hi. Poki, mein Bruder, rannte raus und hinter einem Streifenwagen her. Sagte, Picky, du bleibst zu Hause, also pass ich auf das Haus auf. Mama und Papa sind noch weg. Sind in einem feinen Restaurant. Oh. Auch hier wieder mal ein Sofa, das jetzt nichts führt. Nochmal, aber einen schicken Teppich haben sie. Kann ich oben was erspülen? Naja.
Das ist wohl ein sehr offenes Wohnen hier. Wer braucht schon Wände? Mit wem sprichst du? Genau. Kann hier das Menü aufrufen und dann halt auch einmal so reden. Ich benutze dafür aber die Schultertaste. Das ist sozusagen die Funktion für alles. Der macht aber das Richtige, wenn er daneben steht. So, okay, hier gibt es nichts. Der seltsame Poki ist losgelaufen, will auch zum Meteoriten. Wir suchen das gute Stück mal. Noch ein Polizeimann. Hallo? Weiß, wie spät es ist? Schieb dein Hinter nach Hause, pronto. Du mich auch. Na? Ein Meteorit ist gelandet. Die Haie machen die Stadt unsicher. Ihr Kinder lauft herum und ich hab Hunger. Ich hasse meinen Job. Na, wer nicht? Es ist gefährlich, zum Gipfel zu gehen. Selbst wenn ich dir rate, nicht zu gehen, hätte ich das nicht auf, oder? Ja, ihr habt enorme Autorität, ihr Polizisten. Da liegt ein Geschenk. Noch einer. Hey du, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Nö, tatsächlich nicht. Kurz vor eins. Mittags. Ness öffnet das Geschenk. Darin findest du Brotlaib. Ness nimmt es mit. Ich könnte es gerade nicht erkennen, doch bei mir ist eine Katze gespawnt. Ich helfe meinem Schreibtisch. Katze, geh weg. Hallo. Reden. Hey Ness, was geht, Kumpel? Er möchte sie abgeschmiert. Das war vielleicht ein Chaos. Mir geht es gut, weil ich immer Knoblauch esse und trainiere, um stark zu werden. Wie auch immer, die schwächeren Einwohner sind wohl in Ohnmacht gefallen. Außerdem wollte ich dir mein... Ups. Jetzt hättest du dir fast davon erzählt. Übrigens, Ness, hast du mein Schild gelesen? Ich habe es selbst beschriftet. Das ist mein wirklicher Job. Weißt du, ich bin ein Schildbeschrifter. Warum bewunderst du nicht meine Arbeit? Schatzsucher, dies ist Lier X Agirates Haus. Naja, du heißt also Lier. Gängiger Name. Der Meteorit sieht anders aus als sonst. Wieso, liegt doch schon länger hier? Sah mal anders aus. Er ist seltsam und schön. Und irgendwie mysteriös. Oh, da ist so. Poki. Gutes Timing, Ness. Und dann nimmst du was gegen Poki? Er macht mich wahnsinnig. Seid ihr Freunde? Nein. Ihr seid keine Freunde, aber Nachbarn. Komm schon, hilf mir. Der andere Polizist? Weg hier aus dem Weg! 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 Ups. Mein Fehler. Ich meinte, aus dem Weg! Ja, Katze, du auch. Hey, Ness. Lunge hier nicht rum. Du bist im Bullen. Ups. Die Polizisten im Weg. Du kannst nach Hause gehen. Morgen werde ich, Poki, der mir über den Meteoriten erzählen. Hier ist alles in Butter. Aber du störst die Polizisten. Wer stört ja wen? Na gut, ich komme wirklich erstmal nicht durch. Ich trete mir mal meinen Rückzug. Alles äußerst mysteriös. Was haben wir noch dabei? Wir haben ein Brotlaib dabei. Was ist das? Brotlaib. Ist Österreich, ignorierst du etwa 30 HP. So, so. Wie gut die drauf sind. Ist eine Dienstvorschrift oder sowas, dass alle lächeln müssen? Nur das nicht. Hm. Außer geht nach Hause. Hm. Aber die Mutter. Echt verdammt scheißen glücklich, ne? Kann ich nochmal mit dem Mann reden hier, der wieder hoch wollte? Hast du diesen Knall gehört? Ich glaube, es war ein Meteorit. Ja. Das hast du fein gemacht. Mutti, willkommen, Geheimnis.
Du musst nicht darüber sprechen. Es ist nicht tragisch oder traumatisierend gewesen, Mutter. Es ist spät. Husch, husch, ins Bett. Ja. Etwas später. Oh, es klopft. Es klopft enormst. Ist meine Schwester abbrechen? Nein, Rosta. Man klopft an die Tür. Was für ein nerviges Klopfen. Ja, allerdings. Mitten in the night. Gute Güte. Er könnte so spät noch an die Tür klopfen. Könntest du öffnen? Weil du bist ja schließlich mein 8-jähriger Sohn und man kann neue Kinder machen, weißt du? Na gut, ich mach schon. Hallo Hund. Die Flöhe saugen mich komplett aus, aber ich bleibe einfach hier liegen. Ne. Das ist Poki. Hey, hör dir das an. Als ich Piki den Ort, wo der Meteorit... Oh, guten Abend, Miss. Sie sehen so gut aus wie immer. Egal, wie ich bereits sagte, ist die Polizei vom Meteoriten abgezogen, um sich um die Haie zu kümmern. Du kennst die Haie, die Schlägerbande. Die drehen zurzeit völlig ab. Plötzlich ist der Piki weg. Die Bullen sind schuld, es war nicht meine Fehler. Nein. Wenn mein Vater zurückkommt, bin ich geliefert. Du bist mein allerbester Freund. Kannst du mir nicht helfen, Piki zu finden? Mein Junge, guck mal auf die Uhr. Nö. Wenn du dich weigerst, sage ich etwas, das zu tief verletzen wird. Nein, bitte nicht. Ich bin so empfindlich. Nö. Okay, okay. Ich sage nichts Böses. Willst du bitte mitkommen? Ja, okay. Gut, guter Junge. Was? Finden wir eine Knilch. Bevor wir gehen, sollst du dich von deiner Mutter verabschieden. Sonst bekommst du noch Heimweh. Okay, die Sache ist geplatzt. Ich gehe wieder schlafen. Ciao. Mutti, der Hund ist zwar unzuverlässig, aber du solltest King mitnehmen. Der rissige Baseballschläger in 30s Zimmer sollte auch nützlich sein. Ah, 30 heißt die Kleine. Und ich habe einen Schläger schon. Egal, was die anderen sagen. Du bist ein mutiger, starker Junge. Was sagt man über mich? Du bist ein Kämpfer seit deiner Geburt. Du kannst viel erreichen. Denk daran, gib dein Bestes. Aber du solltest nicht im Schlafanzug aus dem Haus gehen. Naja, stimmt vielleicht. Yeah. Action. Das ist übrigens so ein komisches Zimmer. Hey Paula, ich mache alles, um dir zu helfen. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Du könntest unterwegs Hunger bekommen. Nimm etwas Keks. Nimm etwas Kuchen wäre okay, aber nimm etwas Keks. Naja. Ja, ein Stück davon. Das ist halt Keks. Alles, was du nicht brauchst, kannst du mir geben. Willst du mir etwas andrehen? Nein. Sei vorsichtig. Okay. Also, Mutti. Ja, sicher, wie du meinst. Egal. Die liebevollste Mutter überhaupt. Hey King. Soll ich mit dir kommen? Ja. Da habe ich wohl keine Wahl. Gehen wir. Wuff. King schließt dich an. So, Dicker. Nun denn. Du gehst voraus, ich bin hinter dir in einem bestimmten Sicherheitsabstand. Gehen wir. Poki schließt sich dir an. Oh, Telebirn. Mutter ist für... Ja, ich mach alles. Ich bin hier der Mann im Haus. Reden. Das hebt den Hörer ab. Hallo, Papa am Apparat. Arbeite hart, solange du noch jung bist. Hast du dieses seltsame Sprichwort schon einmal gehört? Denk einfach daran, ich stehe immer hinter dir. Du musst also keine Angst haben. Ich weiß, du bist mutig. Du kannst es schaffen. Vergiss nicht, mich regelmäßig anzurufen. Ich kann deinen Fortschritt speichern. Aha. Ach ja, ich habe 30 Euro auf dein Bankkonto überwiesen. Hast du deine Kreditkarte? Damit kannst du an jedem Geldautomaten Geld abheben, um nützliche Dinge zu kaufen. Ja, das mache ich oft so gerne. Viel Glück, Sohnemann. Ich fühle mich wie ein Held. Was? Naja, wie der Vater eines Helden. Aber immerhin. Krach. Und was für eine seltsame Familie. Es geht los, Leute. Das ist ein glitzernder Schmetterling. Hallo, Glitzerschmetterling.
Der Marschmetterling entspannten es. Da eine Krähe mit Sonnenbrille. Hallo. Du begegnest abscheuliche Krähe. Alter, sieht die geil aus. Attacke! Auf die Krähe! Sie pickt in deine Augen. Nein! Acht Schaden! King knurrt und greift an. Die Krähe weicht schnell aus. Poke lächelt hinterhältig. Ness greift an. Neun Schaden. Na dann nochmal drauf. Auf die Krähe. Sie pickt wieder meine Augen. Sieben Schaden bei Ness. King bellt. Poki gibt vor zu weinen. Ness greift an. Krähe weicht aus. Truff. Abscheuliche Krähe hat ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Nein. King stürmt auf sie zu. Warum auf mich? Acht Schaden bei abscheuliche Krähe. Poki benutzt das als Schild. Ness greift an. Krähe weicht aus. Was ist hier los? Attacke auf Krähe. Abscheuliche Krähe pickt in deine Augen. Neun Schaden bei Ness. Oh Gott, ich werde besiegt. King Wild. Poki betastet den Gegner mit einem Stock. Ness greift an. Die Krähe weicht schnell aus. Sachen? Ich hau mal ein Boot da rein. Abscheuliche Krähe pickt in deine Augen. Acht Schaden bei Ness. King stürmt auf dich zu, nicht auf mich. Neun Schaden bei Krähe. Ja, abscheuliche Krähe, wurde zahm. Ich hab nur noch ein... einzigen Punkt. Die Gruppe hat drei Erfahrungen. Der Gegner hinterlässt ein Geschenk. Es enthält einen Keks. Ness nimmt es mit. Ja, das war ja fast der letzte Ausflug gewesen heute. Brotleib. Benutzen. Ness ist Brotleib. Ah ja, ich habe also ein Maximum von 30 HP gerade. So. Der Picky ist zum Meteoriten gelaufen. Das heißt, wir gehen auch nochmal zurück da hoch. Hallo Katze. Die kann ich nicht verhauen jetzt. Du knabberst bitte nicht an mein Mikrofon herum. Eine Sekunde, ich muss kurz die Katze entfernen. Katze, ein letztes Wort. Nein. Verzeihung, Katze wurde entfernt. Da, ein komischer Hund. Attacke. Auf Streuner. Streuner beißt dich. Nein. Daneben. King knurrt und greift an. Sieben Schaden bei Streuner. Poki betastet den Gegner mit einem Stock. Ness greift an. Sieben Schaden. Angriff. Streuner beißt dich. Nein. Sechs Schaden. King beißt dich. Was? Ich bin auf deiner Seite. Poki lächelt hinterhältig. Ness greift an. Streuner wird zahm. Sieg. Vier Erfahrung. Angriff steigt um 1. HP um 2. Maximale PP um 2. Ness erlangt die Macht von Heilung Alpha. Ich hätte diesen dummen Köter nicht mitnehmen sollen, wenn er mich auch beißt. Ist das so ein Zufallsding, dass der einen mitverletzen kann oder beziehungsweise nicht hilfreich ist? Okay, beide sind nicht hilfreich, davon abgesehen. Der Hund macht wenigstens gelegentlich mal Schaden. Ja, ist noch ein Wauzi. Tweak ist Streuner. Ich mach mal kurz Autokampf, weil ich habe keine anderen Attacken und naja. Streuner heult laut und durchdringend. King bellt. Poki verschwindet sich bei Ness. Ness greift an. Streuner weicht aus. Streuner heult laut. King beißt dich. Warum? Drei Schaden bei Streuner, hä? Poki lächelt hinterhältig. Ness greift an. Acht Schaden bei Streuner. Streuner heult wieder. King beißt dich. Das muss falsch versetzt sein. Ness greift an. Ich denke mal, das heißt einfach nur,
King beißt und nicht King beißt dich. King, ich denke, du bist rehabilitiert. Du bist ein guter Hund. Wenn auch ein Fahr! Schlange! Schlange! Du gegnest Spulschlange. Attacke auf Spulschlange. King beißt. 4 Schaden bei Spulschlange. Poki gibt vor zu weinen. Spulschlange beißt mich. Nein. Ness greift an. 9 Schaden. Immer doof. King bellt. Poki lächelt hinterhältig. Spulschlange umwickelt dich und greift an. Ness kann sich nicht mehr bewegen. Ness kann sich nicht bewegen. Ness Körper ist wieder voll funktionsfähig. Yay. Doof. King beißt. Poki lächelt wieder. Was stimmt mit Poki nicht? 4 Schaden bei Ness. Ness greift an. 11 Schaden bei Spulschlange. Dip, 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 dip. Spulschlange Wurzeln. Alter, diese Hintergründe, ne? Das Geschenk habe ich schon angewandt. Warte mal. Das Menü ist hier. Sachen. Ich futter mal einen Keks. Das ist Keks. 6 HP. Okay. 30 war das Maximum, glaube ich, ne? Okay. Outmaxed. Neue Hunde. Ich denke mal, wir könnten nach jedem Kampf nochmal was Neues machen. Sagst du was Neues? Hallo. Hey Ness. Ich war zu beschäftigt, um nachzusehen, aber ich hörte die Stimme eines Kindes vom Gipfel. Ich bin zwar beschäftigt, aber wenn ich etwas mache, dann richtig. Ich bin ein Mann von einem Mann. Bist ein feiner Typ. Darum sitzt er. Yep. Klar, erst ein großes Gewese drum machen und dann einfach das Ding liegen lassen, ne? Au! Hätte ich gewusst, dass wir zu so einem gruseligen Ort gehen, wäre ich nicht mitgekommen. Ich verdrück mich. Nein, King, bleib! Ciao, Hund. Hey. Was? Oh. Du hast mich geweckt. Poki, ich hab nach dir gesucht. Weißt du, Poki kriegte Angst und rannte weg. Naja, wenigstens bist du in Ordnung. Lass uns nach Hause gehen. Mama und Papa machen sich sicher schon Sorgen um uns. Mann, manche frage mich, wer hier der große Bruder ist. Piki schließt sich hier an. Piki und Poki. Okay. Ness, hörst du einen Summen, das wie eine Biene anhört? Ich lausche. Nö. Komm schon. Das musst du auch hören.